Hallo und herzlich willkommen zu einem Update des Starterdepots. Ja, November vorbei, jetzt ist der Dezember da und ich zeige euch mal den Cost-Average-Effekt in Action. Ich erzähle euch, was ich von diesem ewigen Aktien gegen ETF-Benchmarken halte und ich erzähle euch, warum ihr vor Kursverlusten keine Angst haben müsst und was erzähle ich euch noch so? Ich erzähle euch noch, wer ich bin. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Und ich erzähle euch, worum es hier geht, ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Hier haben wir ja das Starterdepot. Dann würde ich sagen, geht's mal los. Wie ist der Monat gelaufen? Da gucken wir mal hier rein. Lass mich ein bisschen spiegeln in dem Artikel, den ich ja gestern veröffentlicht habe. Siehst du hier? Stell dir vor, du kaufst eine Aktie und wenige Tage später bricht der Kurs um über 20% ein. Träfe dich das hart? Falls ja, lese diesen Artikel. Aber eigentlich will ich ja nur spiegeln. Das heißt, der DAX gewann im November 2,9%, der S&P 500 hat 2,4% zugelegt und der Nasdaq ist mal wieder davongelaufen um 5%. Also er hat 5% zugelegt. Und das Starterdepot, das hat 4,41% zugelegt. Und da müssen wir nochmal im Gegensatz zu den Indizes eigentlich die Gebühren abziehen. Und diese 1,5% Gebühren, die noch relativ stark ins Gewicht fallen, solange die Positionen noch so klein sind. Ihr wisst, Monat für Monat sparen wir über Aktiensparpläne das Depot an, wird es immer ein bisschen größer. Und dann zahlen wir eben 1,5% plus noch Spread. Das heißt, die Ausführungskurse sind meist etwas schlechter als die, wie man sie an der Börse, insbesondere an der Hauptbörse, kriegen würde. Auch ein Kritikpunkt, der oft genannt wird gegenüber der Consorsbank. Wir führen das Depot hier bei der Consorsbank. Das siehst du hier auch nochmal. Das ist auch übrigens meine Seite wachstumswerte.net. Und hier siehst du dann die komplette Auswertung vom Depot immer up to date auf der Seite und auf der anderen Seite, von wo ich hergekommen bin. Da siehst du dann immer die Entwicklung innerhalb eines Monats, jetzt also den November, wird bei der Consorsbank geführt. Und ein Kritikpunkt bei der Consorsbank. Der Hauptkritikpunkt überhaupt, der ist, dass die Ausführungskurse nicht optimal sind. Und ich kann euch sagen, ja, es stimmt, erstens. Und zweitens, ich weiß durch die direkten Kontakte zur Consorsbank, dass die dran arbeiten. Ich kenne auch den neuen Börsenplatz. Ich kenne auch die geplante neue Börsenzeit. Ich kann euch aber nicht mehr verraten, weil das ist eben alles, ich bin nicht derjenige, der das zu verkünden hat, sondern es ist die Consorsbank. Ich kann euch nur sagen, dass den Kollegen bei der Consorsbank das Ganze bewusst ist und dass ich davon ausgehe, dass sich die Situation ja innerhalb weniger Monate verbessern wird. Wenn es dann soweit ist, werden wir natürlich hier einen Vorher-Nachher-Vergleich machen, das ist ganz klar. Wer übrigens noch kein Depot hat und mal der Consorsbank vertraut, der kann hier zum Starterdepot, zum Starterpaket gehen. Kriegt dann eine kostenlose Vollmitgliedschaft obendrauf und kann dann auch noch aus unterschiedlichen Brokern auswählen. Da ist dann nicht nur die Consorsbank dabei. Jetzt aber wieder hier zurück. Wir hatten am Anfang des Monats November einen Depotwert gehabt, Marktwert von 1.151 Euro und zum Ende des Monats 1.765 Euro. Das ist also schon ganz ordentlich zugelegt, insbesondere prozentual hier um über 50%, 53%. 53,53% nach oben und die Hälfte davon, 50,56% durch Käufe. Das heißt, unsere Sparplanausführung für 20 Sparpläne à 25 Euro sind 500 Euro. Und dann ist aber noch mal ein bisschen mehr hier und es sind Nachkäufe. Da zeige ich euch nachher auch noch mal was oder Einmalzahlungen und das hat eben mit dem Cost-Average-Effekt zu tun, den wir schon gekonnt wenigstens einmal ausgenutzt haben. Ja, also es ist ziemlich gut gelaufen, das Ganze. Wir haben hier auch schon Dividende bekommen, beziehungsweise Anspruch auf Dividende. Ich werte hier das Ex-Date aus. Optionsprämien haben wir keine. Das kommt von meinem eigenen Cashflow-Depot, wo ich auch mit Aktienoptionen was mache. Und dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Hier hast du dann die einzelnen Positionen, die wir so im Standard-Depot haben. Das sind also diese 20 Stück. Und du siehst, dass die meisten, ich will mal anders sortieren, so, dass die meisten Aktien gut zugelegt haben. Es gibt natürlich in so einem großen, gut diversifizierten Depot immer die ein oder andere Aktie, die dann eben enttäuscht. In dem Monat zum Beispiel waren das Cisco Systems und
Home Depot, die haben beide zwischen 4 und 5% verloren. Bei Home Depot, da hat sich dann auch gleich jemand gemeldet. Es war ja Berichtssaison noch im letzten Monat. Bei Home Depot, da sind dann eben Zahlen vorgelegt worden, die haben dann den Markt enttäuscht. Und da gab es dann auf Facebook gleich auch dann einen Kommentar in der Facebook-Aktienfinder-Community-Gruppe. Also war dann die Frage erst, lohnt es sich bei dem Einbruch Home Depot als Einzelkauf nachzukaufen? Die Aussichten klingen hier leider nicht so rosig. Dann habe ich gedacht, okay, schau doch am besten mal nach, was da war. Und dann habe ich nachgeguckt, ich habe die Pressemitteilung gelesen, da stand im Prinzip drin, dass der Gewinn bestätigt wurde für 2019 und dass das Umsatzwachstum um 0,5 Prozentpunkt zurückgenommen wurde. Und daraufhin ist eben dann der Kurs so auch zurückgekommen, weil der Markt enttäuscht war. Warum war der Markt enttäuscht? Das kann ich euch ja auch mal hier zeigen. Ich habe ja hier, bisher sind wir im Aktienfinder, dann habe ich Home Depot schon ausgewählt, das ist Starterdepot. Du siehst ja auch, wie schön, wie hoch die Rankings sind. Nach dem Dividendenwachstum-Ranking, also ein qualitativ echt hochwertiges Depot. Und ich bin da richtig stolz drauf, dass wir das zusammengestellt haben. Und wir können in die Bewertung reingehen von Home Depot. Und da siehst du dann einfach, dass hier sind die fairen Werte, schwanken zwischen, je nachdem was du nimmst, zwischen 170 und 190 US-Dollar ungefähr. Und der aktuelle Kurs liegt halt bei knapp 220 US-Dollar, also deutlich drüber. Da lag sogar schon bei 235 US-Dollar, da ist er eben runtergekommen. Das heißt, je höher der Kurs über den fairen Werten liegt, desto höher halt der Anspruch des Marktes, dass die Zahlen auch wirklich toll sein müssen. Und da reicht es halt, wenn die Zahlen, da ist es halt sehr einfach, dass die Zahlen dann schon enttäuschen. Aber das heißt dann nicht, dass das Unternehmen an sich operative Probleme hätte. Und das ist meines Erachtens bei Home Depot der Fall. Da sind keine operativen Probleme. Einfach die sehr hohen Erwartungen des Marktes sind eben verfehlt worden. Dann gab es eine Enttäuschung und der Kurs kam etwas zurück. So sieht es für mich aus. Ist nicht weiter tragisch. Es gibt, wie gesagt, den Cost-Average-Effekt. Und wenn die Kurse weiter sinken sollen, kaufen wir einfach nach. Da kann ich euch auch mal was Schönes zeigen. Und zwar im Zusammenhang mit Union Pacific. Da gehen wir mal hier in die Consorsbank rein. Und hier sind wir auch schon. Und das ist unser kleines Starterdepot hier. Wir haben hier die 20 Aktien und jetzt möchte ich mal schauen, wo der Union Pacific ist. Hier sind sie. Wenn du hier auf Details klickst, dann siehst du hier bei der Historie, was alles passiert ist in der Vergangenheit. Und dann kannst du dann wunderschön sehen, wie der Cost-Average-Effekt tatsächlich aussieht in der Realität. Wir haben angefangen, relativ früh Union Pacific bei uns ins Starter Depot zu legen. Da gab es schon die erste Ausführung im August. Damals war der Kurs bei knapp 166 Euro, das sind jetzt Euro, keine Dollar, also relativ hoch und dann ist die Aktie gefallen. Das wäre für einen Einmalkauf blöd gewesen, dann hättest du halt die kompletten Buchverluste gehabt auf dein komplettes Investment. So haben wir nachgekauft bei knapp 150 Euro im September, im Oktober 152 Euro, haben dann nochmal zusätzlich eine Einmalzahlung gemacht, Mitte Oktober für 148 Euro, im November, Anfang November nochmal um die 150 Euro eingekauft und jetzt ist der Kurs wieder hochgegangen, die Aktie ist gestiegen, liegt jetzt bei 163,50 Euro, also fast da, wo sie ursprünglich war und wir haben jetzt also in der Zwischenzeit einfach günstiger weitergekauft und haben davon oder dadurch durch die Kursschwäche profitiert und das ist der Cost-Average-Effekt. Was man also nicht tun sollte, ist sich nervös machen lassen. Wir haben wirklich klasse Unternehmen hier. Das siehst du ja, wenn du jetzt bei Home Depot beispielsweise dir die langfristige Gewinnentwicklung hier anguckst mit Umsätzen und so weiter. Da geht es ja von links unten nach rechts oben langfristig gesehen. Bei Union Pacific sieht es nicht anders aus. Da haben wir hier ebenfalls das gleiche Schema und wir haben einfach wirklich gute Aktien. Und dann wieder zurück hier ins Starter Depot. Ja, die meisten Aktien, wie gesagt, haben sehr gut zugelegt. Es gab Rückenwind durch die Wechselkursgewinne hier auch nochmal. Und dadurch kommt halt dann insgesamt sehr schöne Unrealität oder ja, hat sich eben das Depot sehr schön entwickelt. Du kannst auch noch hier dann das aktuelle Depot anschauen, wie es momentan aussieht. Es gab gestern am 2.12. eine kleine Klatsche an der Börse. Das heißt, da sind die Kurse dann zurückgegangen. Die hat dann natürlich auch unsere Aktien erwischt.
zum 1. und dann hatten wir eine Ausführung gehabt von Sparplänen am 2.12. Da wurden natürlich dann wieder Gebühren fällig. Und in Summe sind wir jetzt mit dem Standarddepot wieder leicht im Minus. Wir waren vorher im Plus gewesen, wir sind jetzt leicht im Minus mit 0,78%. Ist jetzt aus meiner Sicht aber nicht schlimm. Dafür ist der Marktwert natürlich schon deutlich höher jetzt nach dieser Ausführung, nämlich bei 2.232,50 Euro. Ja, du kannst dir das Depot auch gerne nochmal hier anschauen. Und zwar so sieht das Ganze aus nach Branchen. Und jedes Mal, wenn ich da drauf reinschaue, dann erfüllt es mich ja mit Stolz. Und ja, kann echt nur sagen, also es ist klasse, was wir da aufgezogen haben. Und ich bin überzeugt davon, dass wir mit so einem Depot von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren werden. Wir dürfen uns einfach nicht verrückt machen lassen, wenn die Kurse mal zurückkommen. Apropos nicht verrückt machen lassen und Kurse zurückkommen oder wenn man mal eine kleine Kursschwäche hat. Ich hatte eine E-Mail-Korrespondenz mit jemandem gehabt, der diese typische Kritik geäußert hat mit, warum tut man sich denn die ganze Arbeit an, wenn man nachher sowieso schlechter performt als zum Beispiel der MSCI World, kann man sich doch gleich einen ETF reinlegen ins Depot. Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Zum Ersten, was da aus dieser Diskussion rauskam, das war erstens mal schon diese Unterstellung mit, was kann, warum macht man sich denn diese ganze Arbeit, diese ganzen Mühen? Das ist da schon eine Ansichtssache. Also mir macht es Spaß, mich mit Aktien zu beschäftigen. Jemand, für den das einfach Arbeit ist und Mühe ist und der das Ganze nur macht, weil er die Erwartungshaltung hat, dass er halt eine Überrendite erzielt, der ist meines Erachtens falscher Platz, weil der tut zu sehr das Augenmerk auf diese Überrendite legen. Und sobald es einen Monat oder mehrere Monate hintereinander mal nicht so läuft, wie er es gerne hätte, dann hinterfragt er sich gleich und hinterfragt er gleich sein ganzes Vorhaben. Das heißt, man muss sich schon irgendwo identifizieren mit Aktien. Darüber hinaus verspreche ich, habe ich noch nie versprochen, dass wir hier irgendwelche Indizes schlagen werden. Ich verspreche oder ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Depot unsere Rendite machen werden, dass wir eben, wie gesagt, von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren werden, dass wir deutlich höhere Renditen mit unserem eingesetzten Kapital hier erzielen werden als der durchschnittliche deutsche Sparer, aber auch als der durchschnittliche deutsche Aktionär. Wir haben hier noch ein anderes Format, die Bestseller Challenge. Ja, ich gehe mal rüber. Hier gibt es noch die Bestseller Challenge. Und wenn du dir das anguckst, dann siehst du, wie der durchschnittliche deutsche Anleger Aktionär investiert. Hier sind ja die Aktien drinne. Und das gehen wir ja alles durch, ja, und gucken, was davon quasi investierenswert ist und was nicht. Und relativ vieles wird aussortiert. Und ich bin überzeugt davon, dass wir besser abschneiden werden als der durchschnittliche Deutsche. Ich verspreche hier aber, oder ich mache hier aber keine Versprechung, dass wir besser abschneiden werden als der ETF XY oder Z. Was auch nochmal dadurch erschwert wird, dass wir eben Gebühren haben und Spreads haben, die sich hoffentlich noch verbessern werden, die ja so ein ETF an sich nicht hat. Und eins muss ich auch nochmal sagen, dass wenn du mit Aktien, also wenn du ein ETF schlagen willst, dann kannst du das nur mit Aktien machen und nicht mit dem ETF. Wenn du in ETF investierst, wirst du immer schlechter abschneiden als der eigentliche ETF. Du wirst immer verlieren. Warum? Ja, ganz klar, wegen den Gebühren. Wenn du irgendeinen MSCI World X nimmst als Benchmark und dann tust du diesen MSCI World X ansparen, bist du immer schlechter. Wie gesagt, du bezahlst ja Gebühren. Du bist dann schon nach der ersten Ausführung von 25 Euro, bist du schon mit 1,5% Minimum hinten dran. Und das sehen die ETF-Jünger meistens nicht. Wenn Sie dann die Performance von einem Aktiendepot vergleichen, hier wie in unserem Fall, wenn du da mit 1,5% hinten dran bist, dann ist das gleich so ein Totschlagargument nach dem Motto, hier hat sich ja gar nicht gelohnt, eure ganze Arbeit. Dabei wäre es bei denen genauso, wenn sie in ETF investiert hätten. Naja, also wie gesagt, mir macht das Ganze Spaß. Ich denke, wir werden hier unsere Rendite erzielen. Und wir werden, denke ich, auch eine zufriedenstellende Rendite haben am Ende aller Tage. Wir müssen halt nur lang genug dabei bleiben und uns nicht verrückt machen lassen, weder von den Märkten noch von irgendwelchen ETF-Jüngern, die ja auch nie eine konstruktive Kritik äußern. Das ist immer Schwarz-Weiß-Malerei. Also wenn du so einen ETF-Jünger mal fragen würdest,
was in unserem Depot eigentlich schlecht sein soll, also wo wir mal einen Fehler gemacht hätten bei der Aktienauswahl, du wirst du keine Antwort kriegen, weil sie keine Ahnung haben, weil sie sich ja damit nicht beschäftigen oder sie haben sich vielleicht mal mit beschäftigt und sind dann enttäuscht gewesen. Das sind dann die Schlimmsten. Das ist ja vom Saulus zum Paulus, nur halt in die andere Richtung. Und die müssen dann quasi jedem beweisen, dass das an sich zum das Aktieninvestments zum Scheitern verurteilt sind, weil sie es ja auch nicht geschafft haben. Und das sind dann Diskussionen, die man da führen kann, die bringen auch überhaupt nichts. Deshalb habe ich dann auch die Diskussion abgebrochen. Ja, gut, das war ja jetzt relativ lange zum Thema Aktien gegen ETFs. Könnt ihr mal selber in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, mich erfüllt das Stadler-Depot mit Stolz und ich finde es eine coole Sache, was wir machen. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.